ARD, Sie rufen Sie Sir Henry an. Und sagen Sie ihm, ich wüsste jetzt, wo André Chapelle untergetaucht ist. Da kann Lavengro nicht weit sein. Aber Sie wissen doch, wie gefährlich Lavengro ist. Dann sagen Sie mir wenigstens, wohin Sie fahren. Also gut, Winchester Menschenhotel. Dick, wie wäre es, wenn ich mitkäme, so als Rückendeckung quasi? Ich könnte um 5 mit der nächsten Maschine in Kapstadt sein. Auf keinen Fall. Vorläufig komme ich noch allein zurecht. Bleiben Sie mal in Johannesburg, da machen Sie sich besser als hier, Ende. Ja, gut. Ist was? Nein, nichts. Glaubst du, dass uns jemand gefolgt ist? Nein, das hätte ich gemerkt. Ich halte es aber trotzdem für besser, wenn wir abhauen. Ich mag dieses Hotel ohnehin nicht. Ich finde, ja? Es ist eine Mausefalle. Ja, vielleicht. Du gehst voraus. Wieso? Allein? Selbst auf die Gefahr hin, dass ein Polyp draußen steht. Dir kann man ja nichts nachweisen. Aber ich war doch dabei. Ach, 100 Meter weg vom Schuss. Wie ist es runter, als wäre überhaupt nichts, hm? Gib mir ein Zeichen. Wenn die Luft rein ist, dann werde ich mit den Steinen nachkommen. Und wenn doch jemand draußen steht? Dann haue ich dich schon raus. Also los jetzt, wir treffen uns im Wagen. Keine Mätzchen, André, sonst fällst du auf die Nase, aber für immer. Was wollen Sie von mir? Wo ist dein Freund Lavengro? Lavengro, ist der in Kapstadt? Keine Ahnung. Nun komm, mein Freund. Leider zu spät erfahren, sonst hätte ich euch gestern beide vom Dampfer abgeholt. Gut, wir waren auf demselben Kahn, aber deswegen muss ich doch nichts mit ihm zu tun haben. Mit dem Überfall in London auch nicht, was? Wo er für 2 Millionen Diamanten erwischt hat. Leider auch 2 Polizisten. Die gehen nicht auf mein Konto. Die hat Lavengro umgelegt. Ja, das wird sich alles rausstellen, mein Freund. So. Erstmal werde ich dich versorgen. Mach ein liebes Gesicht. Falls uns jemand begegnet. Und vergiss nicht, du hast eine Spritze im Kreuz. Thank you.
Immer schön lächeln, mein Freund, immer schön lächeln. So, und jetzt ohne Umwege zu deinem Freund Lavengro. Schmeiß den Kasten da hinten rein. Ich hoffe, du erinnerst dich an seine Adresse. Nein? Na? Im Hotel, Zimmer 29. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Einen Moment. So. Schön das Patschentchen hier. So, rein an Wagen. Und lass dir nichts einfallen. Ich bin halt schlecht gelaunt. Den Koffer. Guten Tag. Ich habe Sie eben beobachtet, wie Sie Lavengro nachgejagt sind. Mein Name ist Milton, Scotland Yard. Sie sind von Scotland Yard? Ja. Chapelle und Lavengro sind mir in London leider entwischt. Seit wann arbeitet Scotland Yard in Südafrika? Ne? Ist mir neu. Der Fall war mir zugeteilt. Ich konnte mich nicht entschließen, ihn abzugeben, nachdem ich so dicht dran war. Sowas kennen Sie doch bestimmt. Und als was sind Sie jetzt hier? Als Tourist, wenn Sie so wollen. Hören Sie zu, Donald, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Warum jagen wir Lavengro nicht gemeinsam? Allein werden Sie sich schwer tun. Nein, Milton. Und warum nicht? Ihre Arbeitsweise gefällt mir nicht. Meine Arbeitsweise? Ja. Also unter uns. Sie haben André Chapelle umgebracht, nicht? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Wir sind doch Kollegen. Also nun kommen Sie, sagen Sie es, ha? Also. Ich war im Innenhof, als ich den Schuss hörte. Ah. Das habe ich mir gedacht. Trotzdem, ich bin gewohnt, meine Fälle allein zu erledigen. Vielen Dank. Gehen Sie nach London zurück. Gute Reise. Nein, nein. Das werde ich bestimmt nicht tun. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Hallo, Mr. Donald. Na, wie geht's deinem Sohn? Oh, danke, es geht ihm gut. Er hat eine hübsche Frau, einen kleinen Sohn, so groß, und er wird nie mehr Diamanten schmuggeln. Beruhigend. Er scheint auch meine Predigt genutzt zu haben. Was macht er denn jetzt? Oh, er schmuggelt Haschisch, Marihuana, was gerade so in Mode ist. Sei dann, sag deinem Sohn bitte. Sag ihm nichts. Tust du mir einen Gefallen? Für Sie, Mr. Donald, würde ich mich sogar am Spieß braten lassen. So viel verlange ich gar nicht. Ich suche Lavengro. Lavengro? Ja. Weshalb Lavengro? Warum nicht einen anderen? John Lavengro. Ich will sehen, versprechen kann ich nichts. In 2 Stunden beim Parkplatz am Blumenmarkt. Vielen Dank, Sai. Ich
freue mich, dich zu sehen, Ratnasari. Du bist noch schöner geworden. Meine Sie noch höflicher. Vielen Dank. Ich soll Ihnen von Onkel Sai bestellen, dass dieser Lavengro Kapstadt verlassen hat. Weiß man, wohin er gegangen ist? Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie aus diesem Zettel ersehen können. Vielen Dank, Ratnasari. Bitte grüße deinen Onkel von mir. Kriminalpolizei. Was ist? Was wollen Sie von mir? Die Adresse, die Sie dem Herrn gegeben haben. Sie irren. Das war eine Quittung, die ich ihm gegeben habe. Keine Adresse. Mein Onkel hat mich gebeten, Sie Mr. Donald zu bringen. Er ist ein guter Kunde von ihm. Eine Quittung? Worüber? Oh, da müssen Sie meinen Onkel fragen. Ich weiß von nichts. Daisy, ja. Ja, ich bin auf dem Weg nach Autzhorn zu Benzels Straußenfarm. Ich habe die Adresse von Ratnasari. Lavengro hat dort eine Freundin. Ja. Und was ist, wenn Sie ihn da nicht antreffen? Ein Moment, Dick. Ich schreibe mit. Schlangenfarm am Tigerberg. Noch was, Dick. Ich habe die Information über Inspektor Milton eingeholt. Unser Londoner Büro hat ein Fernschreiben geschickt. Er ist einer der fähigsten Kriminalisten von Scotland Yard und zurzeit tatsächlich auf Urlaub. Ja, also absolut einwandfrei. Wie bitte? Ich höre Sie so schlecht. Ich sagte, er wollte mit mir zusammenarbeiten. Ja, da habe ich ihm meine Meinung gesagt. Also Daisy, das stimmt nun wirklich nicht. Ich bin einer der höflichsten Menschen, die es gibt. Allerdings. Was? Jetzt verstehe ich Sie nicht. Das ist auch kein Wunder. Jetzt ist der Telefonhörer geplatzt. So viel Eigenlob hat er nicht ausgehalten. Ja, gut. Ich bleibe im Büro. Yesterday? Yesterday! Ja, Miss Daisy? Vor einer Stunde wolltest du mir Tee bringen. Ich weiß, Miss Daisy. Ja. Seien Sie froh, dass ich ihn nicht gebracht habe, sonst hätten Sie keinen mehr. Wieso? Weil Sie ihn schon getrunken hätten. Oh. Ah. Hätte ich ihn nur getrunken. Sag mal, warum schrickst du eigentlich immer so, wenn's Telefon klingelt? Ja, bring mir einen neuen. Noch einen? Büro Dick Donald? Ach, Mr. Milton. Ich habe soeben mit Mr. Donald gesprochen. Er bedauert, dass er etwas unfreundlich zu Ihnen war. Wenn Sie sich's bitte aufschreiben wollen, er ist unterwegs zu Bensons Straußenfarm. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo ich Carol Benson finde? Die füttert die Straße drüben. Carol Benson? Ja? Mein Name ist Dick Donald. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Worum geht's bitte? Es handelt sich um John Lavengro. Ich kenne keinen John Lavengro. Nein? Dann vielleicht John van Crote. Was ist mit John? Haben Sie ihn in der letzten Zeit hier gesehen? Vielleicht sogar heute? Hm? Ich? John? Ja. Nein. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Detektiv und habe den Auftrag, John der Polizei zu übergeben. John? Was soll er denn getan haben? Er hat mit einem Komplizen in London einen Diamantentransport überfallen und einen Fahrer schwer verletzt und zwei Polizisten getötet. Das ist völlig unmöglich. Ach doch. Dann ist er mit seiner 2 Millionen Beute nach Kapstadt geflohen. Da ist er mir leider entwischt. Sie müssen sich im Namen geirrt haben. Dann entschuldigen Sie, falls ich Sie unnötig aufgeregt habe. Das haben Sie. Hast du ihm gesagt, dass ich hier bin? Woher soll ich wissen, ob es stimmt, was dieser Mann mir erzählt hat? Carol. Ich will wissen, ob das stimmt. Hör zu. Nichts stimmt, hörst du? Nichts stimmt von alledem. Ist doch ein hergelaufener Lümmel. Und so jemanden glaubst du?
Ich hätte dich für klüger gehalten. Du tust mir weh. Entschuldige, Darling. Den Überfall und die Morde wollen Sie mir doch nur anhängen, weil... weil ich zufällig in der Nähe war. Also, John, da komme ich nicht mit. Warum stellst du dich nicht, wenn du es nicht gewesen bist? Mann, du bist wohl verrückt. Die machen sich's doch einfach. Wenn sie den Richtigen nicht finden, dann muss eben anderer über die Klinge springen. Das bildest du dir bestimmt nur ein. Sowas gibt's doch gar nicht. Und ob es sowas gibt, hast du eine Ahnung? Ich war's nicht, Carol. Und ich denke nicht daran, mich zu stellen. Ich werde irgendwo untertauchen. Carol, wenn du mich liebst, dann... Dann? Dann komm mit. Wohin? Irgendwo hin, wo ich sicher bin. Glaubst du wirklich, ich würde mein Elternhaus hier aufgeben, um mit dir von Ort zu fliehen? Gib es zu, John. Du hast den Raub begangen. Du hast die Diamanten. Ja, verdammt nochmal. Ich habe die Steine. Und ich habe sie sogar hier. Wert 2 Millionen. Und jetzt ist Schluss damit. Aus. John! Es ist aus, Lavengro. Danke, Baby. Gut gemacht. Das Mädchen können Sie haben, aber nicht mich. Zwecklos, Lavengro! John! Sparen Sie die Munition. Er kommt nicht weit. Ich muss sagen, Sie sind wirklich anhänglich. Wie haben Sie eigentlich hierher gefunden? Warten Sie mal, für einen Mann wie Sie doch eine Kleinigkeit. Sie haben mein Büro angerufen, nicht? Natürlich. Suchen wir jetzt Lavengro gemeinsam? Was ist mit seiner Freundin? Er hat sie erschossen. Auf dem Zettel stehen 3 Adressen drauf, wo Lavengro zu finden ist. Die erste können wir streichen, der ist uns entwischt. Und was ist mit der zweiten? Wieder eine Frau. Lavengro scheint die gleiche Vorliebe für Frauen wie für Tiere zu haben. Barbara Richmond finden wir auf der Schlangenfarm am Tigerberg. Wo finden wir Miss Richmond? Sie ist fortgefahren. Mit dem Auto. Vor ungefähr 2 Stunden. Sie kommt aber bald wieder. Ja, aber wohin ist sie gefahren? Weiß ich nicht genau. Sie hat gesprochen am Telefon. Und da hat sie immer und immer und immer wieder gesagt, oh, mein armer Liebling. Ja, aber wo ist sie jetzt? Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht ist sie in dem verlassenen Haus über dem Kurbaums River. Da, wo die hohen Felsen sind. Okay, na komm. Sein. Gehen Sie mal da runter. Ja. Thank you.
Hier, Dick, gib dein Schießeisen her. Und versuch keine Tricks, du weißt, dass ich alle kenne. Ja, so ist brav. Und weg damit. Ich hab gewusst, dass du eine miese Dreckgeratte bist. Ich kann deinen Ärger verstehen. Glaub mir, mein Lieber, fast tut's mir leid, dich umzulegen. Wirklich? Ich weiß doch, wie du arbeitest. Du würdest nicht eher holen, bis du mich hättest, oder? Nein. Na, siehst du, die Steine brauche ich, um neu anzufangen, weil ich nicht nach England zurück kann. Ich bin nämlich über einen Erpresser gestolpert. Der liegt in meiner Wohnung in London und ist mausetot. Du wirst ihm bald folgen. Ich nicht, du! Ich hab dir ja gesagt, dass ich alle Tricks kenne. Jetzt ist es aus. Das Gefühl habe ich auch. Auf der Straße, Valorito.